Willkommen Leute bei der Trailer-Analyse zu Spider-Man Teil 3 No Way Home. Endlich ist der Trailer da. Wir haben lange gewartet auf den dritten Teil und endlich haben wir ihn vor uns. Und wir haben einige geile Szenen gezeigt bekommen. Ich glaube mal, das Allerdenkwürdigste ist auf jeden Fall, dass wir ein paar alte Gesichter wiedersehen. Dr. Octopus ist back. Vor allem Willem Dafoe als Green Goblin, Electro und noch mehr. Wir haben so viel geile Enthüllungen hier, das ist mega stark. Ein sehr, sehr, sehr guter Trailer, aber fangen wir mal kurz von vorne an. Natürlich Ende von Film 2. Die Identität von Peter Parker wurde geleakt. Jeder Mensch auf der ganzen Welt weiß, wer Spider-Man ist. Und man dachte sich am Ende so, wow, wie soll das jetzt weitergehen? Wenn jeder Mensch weiß, wer das ist, wie geht es jetzt mit ihm weiter in Teil 3? Jetzt haben wir im Trailer die Antwort bekommen. Dr. Strange nutzt einen Zauber, durch den alle Menschen vergessen sollen, wer Spider-Man ist, wer unter dieser Maske steckt. Sein Partner Wong warnt ihn davor, dass der Zauber sehr gefährlich ist und einige Comic-Leser unter euch wissen bestimmt auch, wie schlimm das ist mit dieser Magie. Und zwar hat Dr. Strange in den Comics gegen den World War Hulk im Kampf dunkle Magie benutzt und dort heißt es, sobald du dunkle Magie benutzt, verlierst du deinen Titel plus Kräfte. Und genau das könnte hier passieren, dass Dr. Strange seinen Titel verliert und seine Kräfte und das dann im Prinzip der Plot in Teil 2 von Dr. Strange sein wird. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Trotzdem führen sie diesen Zauber aus. Daraufhin passiert etwas, was nicht geplant war. Erscheint jetzt das Multiversum von Spider-Man kreiert zu haben und deshalb bekommen wir genau diese Helden, genau die Schauspieler zu sehen, weil wir jetzt zu diesen anderen älteren Spider-Man-Filmen diese Verlinkung haben. Also in Anführungszeichen die alten Spider-Man-Filme. Natürlich ist es auch sehr viel Fanservice, das wissen wir natürlich auch ganz klar. Und da haben die mich auch sehr, sehr gut gecatcht, weil ich wie viele andere auch ein großer Fan von Sam Raimi ist und seiner Spider-Man-Trilogie. Natürlich absolut Kult. Der heutige Spider-Man trifft den eigentlichen Charakter von Spider-Man viel, viel besser. Aber natürlich ist sehr viel Nostalgie mit den alten Spider-Man-Filmen verbunden. Daher bleiben die auf jeden Fall King. Wir sehen, wie sich der MCU-Spider-Man Peter Parker in der Welt versucht zurechtzufinden. Und er wird begrüßt von einem Hello Peter von Dr. fucking Octopus. Wie geil ist das denn, dass wir ihn nochmal so sehen können? Einer der coolsten Helden in diesen ganzen Superheldenfilmen, vor allem vor dem MCU. Hammer. Einfach nur Hammer. Willem Dafoe. Wie geil ist das denn? Green Goblin in Spider-Man 1 war einer der ikonischsten Feinde, die ich als Kind je gesehen habe und ich bin so froh, dass wir ihn jetzt nochmal in dieser Rolle sehen können. Und es wird ja auch alles Sinn machen. Dadurch, dass eben dieses Multiversum mit entsteht in Spider-Man selber, wird das alles passen. Es macht Sinn, warum diese Charaktere und diese Schauspieler diese Charaktere verkörpern werden, wieder zurückkommen. Die Sinister Six hatten ihren ersten Auftritt in The Amazing Spider-Man Annual 1 von 1964 und sind eines der bekanntesten Teams, die es in dem Universum gibt. Natürlich gab es verschiedene Konstellationen, wer mal der Chef war und es gibt natürlich auch verschiedene andere größere Gruppierungen mit 8 oder sogar 12 Leuten drin. Allerdings ist diese 6-Charakter-Konstellation die bekannteste und die werden wir hier sehen bekommen. Und jetzt natürlich das absolut geilste. Alle drei Spider-Man-Leute, Charaktere, Schauspieler sind alle dort. Wir bekommen Fanservice des Graubens, Leute. Das wird einer der erfolgreichsten MCU-Filme aller Zeiten. Das kann ich jetzt schon mal versprechen, weil so viele Fans der alten Filme, die vielleicht mittlerweile schon ausgestiegen sind, sich diesen Film auf jeden Fall anschauen werden wollen. Das ist ganz sicher, da braucht man nicht drüber diskutieren. Das wird auf jeden Fall einer der Top 5 Filme, wenn es um das Thema Einnahmen und Quoten geht. Von mir aus hätte schon ein Pizza Time von Tobey Maguire gereicht, um den Film schon um 100% besser zu machen. Aber dass wir ihn jetzt so bekommen, ich meine Leute, wie verdammt geil ist das denn bitte? Wie verdammt geil
kann man das denn bitte schon einfädeln? Nach so vielen Jahren, auch nach einem dritten Teil, der nicht ganz so gut ankam, dass er jetzt endlich wieder zurückgeholt wird, einfach nur hammermäßig. Auch, dass Andrew Garfield jetzt wieder mit dabei ist, richtig geile Idee. Diese drei gegen die Sinister Six, es wird passieren. Dieses Jahr in Spider-Man Teil 3, No Way Home. Es wird auf jeden Fall hammermäßig werden. Der Trailer sieht Bombe aus, kann man nichts gegen sagen. Und ich freue mich sehr darauf, dass der Film endlich erscheinen wird. Ich werde ihn mir sofort anschauen, sobald er draußen ist. Und ja, so viel erstmal dazu. Was habt ihr vom Trailer gehalten? Was denkt ihr, was wird alles hier passieren? Und wie denkt ihr, wird der Film vor allem ausgehen? Werden wir in Zukunft vielleicht nochmal einen der anderen beiden Spider-Man sehen? Ist es ein einmaliger Auftritt? Werden die vielleicht hier und da in einem anderen Film nochmal einen Auftritt bekommen? Was sagt ihr? Schreibt es unten in die Kommentare und dann würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint. Wenn die Frage gestellt wird, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal.